Wir als Power Group haben die Hausaufgaben die letzten Jahre gemacht, sind in die Krise aus einer Position der Stärke gestartet und gehen jetzt schon die Herausforderungen der Zukunft an. Wir haben vor circa 10 Jahren eine tiefgreifende Restrukturierung der Gruppe gestartet, sind jetzt sehr gut aufgestellt, haben in dieser Zeit uns zu einer der profitabelsten und effizientesten Banken in Europa entwickelt, haben den Gewinn stetig gesteigert, die Kapitalquoten verdoppelt und konnten seit 2015 auch 9 Akquisitionen im deutschsprachigen Raum tätigen. Wir sind ausschließlich in entwickelten Märkten tätig. Zu unserer Kernregion gehört der deutschsprachige Raum, Westeuropa und die USA. Unsere DNA ist, dass wir uns auf Dinge fokussieren, die wir auch kontrollieren können. Ja, wir haben vor kurzem unsere vorläufigen Jahresergebnisse präsentiert. Trotz des schwierigen Umfelds und auch der Pandemie sind die Ergebnisse sehr solide ausgefallen. Wir haben eine Eigenkapitalrendite von 10% erwirtschaften können, konnten gleichzeitig die Kernerträge steigern als auch die Kapitalquoten erhöhen. Das Jahr 2020 war ein Jahr der Veränderung, nicht nur für uns, auch für unsere Kunden. Wir haben viel Wert gelegt, auch die Prozesse weiter zu digitalisieren. Und wir werden auch in Zukunft Wert darauf legen, weiter zu standardisieren und zu vereinfachen. Die letzten Jahre haben uns darauf vorbereitet, auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Unsere Ziele sind, eine Eigenkapitalrendite über 15% zu erwirtschaften und eine Cost-Income-Ratio von unter 40% zu erzielen. Wichtig für unsere Aktionäre, wir streben eine jährliche Dividendenausschüttung in Höhe von 50% des Nettogewinns an. Darüber hinaus werden wir auch jährlich prüfen, ob das vorhandene Überschusskapital in Form von Aktienrückkäufen oder Spezialdividenden zur Ausschüttung kommt.